Als nächstes zur Wahl des Schatzmeisters. Und während ich quasi an den Wahlleiter zurückgebe, müssen wir unbedingt ändern, dürfen sich mögliche Kandidierende schon mal nach vorne begeben. Nein, du darfst eröffnen und dann das machen, aber ich darf schon mal sagen, dass sie sich nach vorne begeben könnten. So, und dann darf ich zurück an den Wahlleiter übergeben. Also, auch wenn ich das bisher immer mit großer Freude getan habe, wie gesagt, die Kandidierenden oder diejenigen, die eine Kandidatur vorzuschlagen wünschen, mögen sich an die Mikros bzw. in die Nähe der Bühne begeben. Ich eröffne hiermit die Kandidierendenliste für die Wahl zum Schatzmeister. Ihr seid in der Nähe der Bühne, richtig? Gut. Gut, ich sehe hier bereits zwei Personen, die sich für dieses Amt interessieren. Da ich jetzt kein weiteres Interesse sehe, schließe ich die Kandidierendenliste in 3, 2, 1. Damit ist die Kandidierendenliste für das Amt des Schatzmeisters geschlossen. Und ich gebe zurück an die Versammlungsleitung. Ja, herzlichen Dank für die Zurückgabe. Gleich wird das Beamerbild auch aktualisiert, sodass ihr dann auch sehen könnt, wer in welcher Form gewählt werden kann. Aber das darf dann euch nicht hindern, euch schon mal vorzustellen, und Michael darf als erstes. Bitteschön. Hallo, ich bin Michael Behren aus Korbach. Ein paar kennen mich vielleicht schon. Ich habe schon zweimal Wahlkampfkoordinator gemacht. Ich würde, wenn ich Schatzmeister werde, auch mir Wahlkampf mit in die GO schreiben, mich um die Sammelbestellung kümmern, die Budgets im Auge behalten und ja, alles andere könnt ihr mich nachher fragen. Stille. Ja, also ich kandidiere als Schatzmeisterin. Ich habe das ja jetzt nun ein Jahr provisorisch gemacht mit Teilkompetenzen und habe mich jetzt dort reingearbeitet. Das heißt, ich weiß, was auf mich zukommt, ich weiß, welche Arbeitsschritte zu tätigen sind, würde natürlich jetzt, wo ich dann auch den Hut aufhabe und die Mehrarbeit, die jetzt durch doppelte Kompetenzen halt wegfallen, halt koordinieren. Ich werde ein Schatzmeister-Team aufbauen, damit wir nicht wieder das Problem haben, dass wir bei Neuwahlen Leute haben, die halt bei Null anfangen müssen, sondern halt Leute, die halt dann in diesem Bereich schon mal in diesem Team tätig waren. Ich habe jetzt auch schon eine Zusage von einer Person, die mich halt in dem Bereich unterstützen würde. Was ich halt auch definitiv machen werde, ist ein, hatte ich auch schon mit dem Protter besprochen, ist, dass wir eine Verwaltungsmarina mal machen werden, wo die Gensex und Schatzmeister sich treffen und halt besprechen, was ist zu machen, insbesondere halt auch im Bereich Verschlüsselung und wie können wir Daten weitergeben und was muss ich als Schatzmeister machen, was kann ich machen, und in der Richtung halt. Zusätzlich sind ja noch diese Aufgaben im Bereich Schatzmeisterclub, wo ich halt jetzt auch schon bei der Erarbeitung dieses Satzungsänderungsantrages dabei war und halt auch schon in diesen Arbeitsgruppen war, und würde halt jetzt versuchen, dann mit dem Titel und allen Kompetenzen halt eine Struktur wieder hier in Hessen für die Schatzmeisterei halt aufzubauen. Dann kommen wir zu den Fragen. Ja.
Frage an beide Kandidierenden. Welche beruflichen Erfahrungen bringt ihr mit? Ich bin gelernter Bürokaufmann, mache bei uns in der Firma die vorbereitende Buchhaltung. Ich habe schon mit Lexware gearbeitet und wir arbeiten momentan mit SAP One. Also ich bin gelernte Steuerfachangestellte und habe jetzt 8,5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung, Bilanzen, Steuererklärungen erstellen, die zusätzlichen Reportings und Analysen dazu zu machen. Weitere Fragen? Ja. Frage an beide. Würdet ihr, wenn derjenige andere gewählt ist, ihn unterstützen bei der Arbeit? Ich würde dann wahrscheinlich noch als Beisitzer kandidieren, wenn ich nicht gewählt werde, sofern ihr dann Beisitzer haben wollt und auch unterstützend mitarbeiten. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt ein Jahr das mitgemacht, wo mal jener und welcher zuständig ist. Und ich würde auch natürlich den Michael unterstützen, ihn einarbeiten, aber ich glaube nicht, dass ich halt im Team mitarbeiten möchte, weil ich einfach dieses Hin und Her nicht mehr möchte. Ich muss gestehen, ich habe eure Vorstellung eben nicht komplett mitbekommen. Frage an euch beide auch, habt ihr vor, Buchungstätigkeiten an den Bund abzutreten oder wollt ihr die Buchung alle selbst machen? Da ich momentan nicht weiß, wie viel da aufgelaufen ist oder wie viel da zu machen ist, also eine Stunde am Tag hätte ich Zeit, das aktuell zu halten, wenn es zu viel wird. Ich habe noch 35 Tage Urlaub wieder angesammelt übers Jahr und wenn ich es alleine hinkriege, würde ich es nicht machen, aber wenn ich Hilfe brauche, würde ich mir auch Hilfe suchen. Also die Buchhaltung vom Landesverband, die ist eingebucht bis Stand 30.09. Das heißt, da wird nicht so viel Arbeit auf dich zukommen. Auf die Frage zurückzukommen, ich werde die Landesbuchhaltung selber machen, mit Unterstützung von meinem Team dann, weil man dann einfach einen wesentlich besseren Einblick auch hat. Und jetzt, wo es halt alles koordiniert ist, ist es auch eine nicht ganz so großer Zeitaufwand, dieses zu tätigen. Die Kreisverbandsbuchhaltung, die würde ich dann wohl an den Bund geben. Wobei man halt dazu sagen muss, dass jeder Kreisverband 5 Stunden kostenlose Buchhaltung in Berlin hat. Das heißt, es wird kein ganz so großes Budget sein, da nur 3, 4 oder vielleicht 5 Kreisverbände aus Hessen diese Zeit überschreiten würde. Da scheinbar keine weiteren Fragen da sind, übergebe ich mal wieder an unseren Wahlleiter. Vielen Dank dafür an die Versammlungsleitung. Wir nähern uns nun dem 5. Wahlgang, dem 1. für das Amt des Schatzmeisters. Da wir 2 Kandidaten haben, verwenden wir wieder das Akzeptanzwahlverfahren oder auch Wahl durch Zustimmung. Das heißt, ihr könnt unter der 1 ankreuzen, wenn ihr für den 1. Kandidaten stimmen wollt, unter 2 für den 2. Ihr könnt auch beide ankreuzen, wenn ihr euch beide in diesem Amt vorstellen könnt. Ein Stimmzettel, der keine Kreuze trägt, führt dazu, dass ihr für beide Kandidaten keine Stimme abgegeben habt und ihr das Quorum erhöht. Es wird verwendet, der Stimmzettel mit der Nummer 5 in der schönen Farbe Blau. Bei der Stimmabgabe habt ihr bitte wieder euer Bändchen am Arm und die Ja-Karte dabei, damit der Wahlgang abgekreuzt werden kann. Meine Wahlhelfer haben sich bereits in der Nähe der Bühne versammelt, zum überwiegenden Teil. Ich glaube aber, dass wir die Übung ohne Hochheben auch so bewältigen können. Die Urnen sind leer. Ich bitte nun
die Urnen zu verschließen. Zwei Urnen gehen wieder ins Wahllokal, eine als Wanderurne. So, wir haben es jetzt 13.49 Uhr und ich eröffne den Wahlgang für die Wahl zum Amt des Schatzmeisters.
So, wir haben es jetzt 13.56 Uhr. Abflauende Wahlinteressen sind zu beobachten. Deswegen kündige ich an, dass ich um 13.59 Uhr voraussichtlich den Wahlgang schließen werde. Hallo, liebe Leute, ich habe eine schlechte Nachricht für alle, die beim Frohsinn was bestellt haben oder was bestellen wollten. Die haben heute komplett zu. Ich bitte noch schnell zu mir kommen, wer gegebenenfalls noch eine Pizza von jemand anderem haben möchte, beziehungsweise die Pizzeria Kostheim hat auch Döner im Angebot. Sorry, ansonsten holt ihr euch das Geld bei mir wieder ab. Danke. So, jetzt bin ich mal wieder dran. Wie angekündigt, wir haben jetzt 13.59 Uhr. 13.59 Uhr. Und ich schließe hiermit den Wahlgang. Ja, aber ich bitte euch, nicht alle wegzurennen, denn ich habe zwei Ankündigungen zu machen. Zum einen, ihr könnt die irgendwann dann folgende Mittagspause dazu auch nutzen, um euch bio-zertifizieren zu lassen oder verifizieren vielmehr. Und zum anderen möchte ich ankündigen, dass wir Besuch bekommen haben vom Bundesvorstand, nicht nur durch den Bundesvorstand, den wir sowieso immer haben, weil wir so fleißige Hessen sind, sondern jetzt auch aus Bayern. Ja, Segor, komm noch bitte. Dein Mikro. Ja, vielen Dank. Eine interessante Konstellation, hier steht man ein Stück weit weg. Ich muss näher ran. Jetzt. Ah, viel besser. Okay. Ich habe vor kurzem die Nachricht bekommen, dass wir in NRW in den Umfragen nicht mehr gelistet werden, weil wir bei den letzten Umfragen so wenig Zustimmung bekommen haben, dass wir praktisch nicht mehr messbar sind. Das letzte Ergebnis davor lag bei 1%. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ziemlich scheiße ist. Und natürlich könnten wir jetzt hergehen, es gibt keinen Grund für Applaus, sorry.
Natürlich könnte man jetzt hergehen und könnten sagen, naja, okay, dann war es das halt, dann stellen wir das Projekt ein, versaufen die Reste der Parteienfinanzierung, melden irgendwann Insolvenz an und nach uns die Sintflut. Also wir könnten natürlich aufgeben, aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir Piraten gehen werden, wollen und können. Ganz im Gegenteil, schlechte Umfragewerte sind einfach nur ein Problem, das wir halt lösen müssen. Und ich kann euch sagen, warum aufgeben keine Option ist. Wir stehen an einer der größten Veränderungen in den letzten, keine Ahnung, 1-2000 Jahre. Es gibt Menschen, die sind davon überzeugt, dass die Digitalisierung eine ähnliche Veränderung der Gesellschaft nach sich zieht, wie es damals der Buchdruck war, wo aus leicht zu führenden Menschen plötzlich Leute geworden sind, die sich Informationen beschaffen konnten, die lesen konnten, die kritisch wurden, die Dinge hinterfragt haben, die viele Jahrhunderte später irgendwann angefangen haben, für ihre Freiheit zu kämpfen. All das wurde damals in die Wege geleitet. Und so etwas Ähnliches wird mit der Digitalisierung auch passieren. Und das Problem ist, wenn wir Piraten das Thema nicht in die Politik bringen, dann werden sich andere drum kümmern. Und die werden das tun, wie sie es in der Vergangenheit immer gemacht haben. Und zwar so, dass die Industrie davon was hat, möglicherweise noch die Reichen und der Rest der Gesellschaft halt einfach auf der Strecke bleibt. Und das können und wollen wir nicht akzeptieren. Deswegen werden wir weiterkämpfen. Ich glaube, dass die einzige Partei, die glaubwürdig und nachhaltig eine Chance hat, die Digitalisierung auch tatsächlich in die Politik zu bringen, die Piratenpartei ist. Das liegt schon ganz einfach alleine daran, dass wir die Partei sind, die im Internet geboren wurde, die gegründet wurde, nachdem im Internet sich Aktivisten der letzten Generation überlegt haben, dass man etwas tun muss, um ein freies Netz zu erhalten. Und das Ergebnis und die Lösung und die Antwort auf die Probleme, die sie gesehen haben, eben die Gründung einer Partei bzw. von Parteien war. Und das ist das, was uns auszeichnet. Und das ist auch das, was ich glaube, was wir in den Mittelpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit stellen müssen. Ich glaube, dass wir nur dann eine Chance haben, von den Menschen wieder wahrgenommen zu werden, wenn wir etwas haben, was für sie greifbar ist. Es gibt eine Studie, wonach sich der Durchschnittsbürger pro Jahr eine Stunde mit Politik beschäftigt. In dieser einen Stunde wird er mit Sicherheit nicht das Grundsatzprogramm der Piratenpartei lesen. Das war auch kein Punkt für Applaus, aber danke, Christos. Das heißt, es wird nicht funktionieren, dass wir den Leuten sagen, hey, wir haben das geilste Programm ever, wählt uns einfach. Das wird nicht passieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute wissen, wer wir sind. Und genau das können wir. Wir können hergehen und können sagen, wir sind, was auch immer er genau fotografiert. Wir können hergehen und können den Leuten sagen, wir sind die Partei des digitalen Wandels. Wir sind die Partei der digitalen Revolution. Ihr könnt sogar hergehen und könnt sagen, wir sind die Internetpartei. Das reicht für viele. Das ist etwas, was sie sich merken. Und wenn das nächste Mal Merkel auf irgendeiner Diskussion sagt, das Internet ist die Zukunft oder Daten sind der Rohstoff der Zukunft, dann werden sich die Leute daran erinnern, Mensch, da gab es doch eine Partei, die irgendetwas mit Internet und Daten gemacht hat. Und dann sind wir da. Und genau darauf spekuliere ich, darauf spekulieren wir. Lasst uns durchhalten, lasst uns nicht aufgeben, lasst uns nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, das war's halt dann. Nein, lasst uns weiterkämpfen, lasst uns dafür sorgen,
dass wir bei den nächsten Wahlen wieder da sind. Lass uns dafür sorgen, dass wir ähnlich wie beispielsweise in Witten Bürgermeisterkandidaten haben, die ein zweistelliges Ergebnis einfahren, indem sie einfach sagen, ich sorge für Transparenz, ich sorge für Internetzugänge und ich sorge für Bürgerbeteiligung. So, wenn also jemand fragt, wofür die Piraten stehen, dann könnt ihr das machen, was ich tue. Ich gehe her und erwähne einfach die Umfrage, die wir unter allen Mitgliedern gemacht haben. Über 90% der Mitglieder haben damals gesagt, wir sind die Partei, die für Datenschutz kämpfen soll, wir sind die Partei, die für Transparenz kämpfen soll und wir sind die Partei, die für mehr Bürgerbeteiligung kämpfen soll. Genau das machen wir, genau das werde ich tun, genau das können wir gemeinsam tun. Lasst uns nicht aufgeben, lasst uns weitermachen, lasst uns weiterkämpfen, lasst uns zeigen, dass wir noch da sind. Und dann werden wir wieder Kurs auf Erfolg setzen. Danke. Ja, danke Segor. War auch eine Punktlandung, weil wir exakt gerade eben das Ergebnis bekommen haben. Wir können also direkt weitermachen. Jetzt werde ich faul. Wahlgang Nummer 5. Wahl für das Amt des Schatzmeisters. Es wurden abgegeben 52 Stimmen, 52 waren gültig. Kompliment an die Versammlung, das ist jetzt der dritte Wahlgang in Folge ohne ungültige Stimme. Es stimmten 26 für Michael Behrendt und 35 für Jeanette Westphal. Bitte? Ah ja. Damit haben wir mit Jeanette Westphal eine Kandidierende, die die Mehrheit der Stimmen auf sich vereint und das Quorum überschreitet. Daher meine Frage an Jeanette. Nimmst du die Wahl an? Dann vielen Dank. Ich gebe zurück an die Versammlungsleitung.